Verankerung der Kirche der Gesellschaft in Gefahr, Premierminister Wüst spricht mit Papst Franziskus Rom. Das umstrittene Köln-Kardinal Wölki bot dem Papst vor mehr als einem Jahr an. Eine Antwort von Rom ist anhängig. Der Nordrhein-Westfalen-Premierminister Wüst verwendet ein privates Publikum bei Francis, um das sperrige Thema zu beheben. In einem privaten Publikum mit Papst Franziskus sprach Premierminister von Nordrhein-Westfalia Hendrik Wüst. Die Erzdiözese Köln betrifft viele Gläubige, einschließlich mir persönlich, sagte der CDU-Politiker. Nachdem er mit Franziskus in einer von Staatskanzlerin in Düsseldorf verbreiteten Nachricht gesprochen hatte. Daher war dies, natürlich, ein Gesprächsthema mit dem Papst. Wüst forderte, dass ein Weg in Köln mit Geistlichen und Gläubigen zusammengenommen werden musste, auf dem das alte Vertrauen gestärkt wird und dass das neue Vertrauen wächst, Staatskanzlerin. Anderer ist die weit verbreitete Verankerung der Kirche in der Gesellschaft in Gefahr. Es war ihm wichtig, diesen Bedenken dem Papst klar zu machen. Wüst: Papst weiß sehr gut über die Kirche in Deutschland. Kardinal Wölki wurde seit langem wegen der Verarbeitung von Missbrauchsfällen in der Erzbischofrie ein Jahr diese unklare Situation kritisiert. Auch die katholische Deutsche Bischofskonferenz. Zusammen mit mehreren bayerischen Geistlichen gehört Wölki einer Gruppe konservativer deutscher Bischöfe, die gegen die Reformprojekte der Bischofskonferenz blockiert ist. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bilting, kritisierte die Gruppe um Wölki mehrmals. Diese Bischöfe wollten keine Änderung, sagte er Anfang März. Nach dem Publikum sagte Wüst, er habe den Eindruck, dass der Papst es wusste. Sehr gut. Über die Kirche in Deutschland.